Hey Leute, ich habe gerade ein Video vom Pöli gesehen, wo er mal uns allen zeigt, was er in seinen Taschen hat. Das fand ich irgendwie cool, das muss ich auch mal machen. Also schauen wir einfach mal, was ich so in meinen Taschen habe. Ich habe zwar keine Handtasche oder sowas dabei, aber ich habe eigentlich meistens diese Arbeitshosen an. Und da habe ich eigentlich ziemlich viele Taschen quasi an Bord. Und da habe ich auch mal schön viele Sachen drin. Fangen wir einfach mal unten an. Also meistens habe ich meinen Brillen-Addy dabei. Eine Brille von mir drin. Dann habe ich sehr oft meine kleine Blocky dabei, so eine kleine Full-HD-Kamera im Taschenformat, ja, YouTuber, ne? Dann sowieso mein Handy, Kaugummis generell, ich kaufe viel Kaugummis, da ich ja nicht Raucher bin oder so, muss mich auch irgendwie beschäftigen über den Tag. Ein USB-Stick habe ich meistens auch immer dabei. Gut, jetzt noch eine Schraube. Ganz wichtig, Taschenlampe. Also ohne Taschenlampe gehe ich nicht aus dem Haus. Generell, wenn man mal irgendwas irgendwo reparieren muss oder so, muss man in irgendeine Ecke. Also Taschenlampe ist sehr wichtig bei mir. Ein Tool. Das ist ein Leatherman. Integrierte Zange und ein bisschen Werkzeug drin. Auch sehr wichtig, brauche ich auch sehr oft. Schauen wir mal irgendwas. Generell, also da ich ja Handwerker bin, Polprüfer, absolutes Muss, also ohne Polprüfer geht gar nicht. Ein Bleistift sowieso, das ist wichtig. Etwas Werkzeug, so die Standardwerkzeuge, die ich oftmals brauche. Guten Kuli, auch wichtig. Mein Autoschlüssel mit einem Notrettungspack, den habe ich auch meistens dabei, das war aber noch aus alten Zeiten. Damals bin ich mal viel zu Unfällen dazugekommen und dann muss man mal irgend so einen total zerschmetterten rauszerren und wenn man ihn wiederbeleben muss, ist das doch recht unangenehm, wenn man da direkt mit seinem Mund drauf muss. Da habe ich hier so einen Notbehelf dabei, das kann man quasi den Geschädigten überstülpen und da hat man dann wie so ein Ventil und dann kann man das darüber beatmen. Auch meistens eigentlich immer dabei. So, dann habe ich in dem Fall hier noch ein Maßband. Dann meistens, wenn ich mich bei kälteren Tagen oder in kälteren Tagen draußen bewege, besitze ich meistens dann noch sowas in meiner Hosentasche. Ist auch eine schöne Erfindung. Ist hier drin ein kleines Metallplättchen. Ich zeige es einfach mal, wenn man das knickt. Die ganze Geschichte hier fest und wunderbar warm. Das kann man sich dann immer mal in die Hände nehmen und kann sich, wenn man draußen ist, schön die Hände wärmen oder man steckt sich in die Hosentasche, da hat man immer quasi so einen kleinen Wärmespender dabei. Hält auch locker mal eine halbe Stunde. Das ist eigentlich auch sehr wichtig für mich. Tempotaschentücher, gut, hat wahrscheinlich jeder Mensch an Bord. Eine Art Teppichmesser, Cuttermesser. Das sind Ohrenstöpsel, falls ich jetzt irgendwelche lauteren Arbeiten machen muss, habe ich die nochmal an. Generell eine kleine Süßigkeit, irgendwas zu naschen. Über den Tag, damit es nicht so ganz. Ne? So, jetzt etwas kältere Jahreszeit, Handcreme eventuell. Und so ein kleines Verbandpäckchen, weil ich gehöre auch zu der Fraktion, man sieht es auch hier in den Händen. Überall Risse, Wunden. Ich verletze mich quasi jeden Tag irgendwo, irgendwie. Und dann sollte man wenigstens ein paar Heftpflaster oder irgendwas dabei haben. Also das habe ich auch meistens noch dabei. So, gucken. Ja. Ein Geldbeutel habe ich noch dabei. Mit den ganzen wichtigen Standarddokumenten. Kreditkarte, Ausweis, bisschen Geld. Und dann habe ich noch meine Ducktags oder meine Hundemarke dabei und da ist dann noch ein kleines Messer dran. Auch für die Arbeit, dass man mal im Notfall mal, weiß ich, ein Paketband öffnen kann oder irgendwas. So, ansonsten habe ich dann eventuell noch meinen Gürtel drum. Und auch an dem Gürtel befindet sich ein Arbeitsmesser. Vorzugsweise mit Gurttrenner, falls mal was passiert, kann man sich rausschneiden.
und hinten mit Zertrümmerungsfunktion kann man schnell Seitenscheibe oder Frontscheibe einschlagen und sich in Sicherheit bringen. Jo, das ist so der Standardinhalt von meiner Tasche oder von meinen Taschen. Jo, vielleicht hat es mal jemanden interessiert. Jedenfalls war das eine Videoantwort von Pöli. Jetzt kommt die Post, also muss ich Schluss machen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.